Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fit durch den Tag mit dem TÜV Nordmachschachter. Ich bin der Lennart und wir fangen wie bei der letzten Folge an auch mit einem Warm-Up-Circle. Wir fangen an diesmal mit der Standwaage, stellen uns auf ein Bein und kippen dann den Oberkörper nach vorne über, gehen in die Waagerechte und wieder zurück. Achtmal pro Seite. Zuerst die eine Seite zu Ende bringen. Achten dabei hier darauf, dass die Hüfte schön gerade bleibt, schön gestreckt und dass wir dabei auch nicht seitlich aufdrehen, sondern einfach nur nach vorne kippen. Nach 8 Mal wechseln wir dann die Seite auf das andere Bein. Wenn wir das haben, machen wir weiter mit der Kniebeuge, 10 Stück. Ich stelle uns mit beiden Beinen ungefähr schulterbreit hin, nehmen die Arme vor den Körper und gehen einfach in die Knie und der Oberkörper bleibt aber aufrecht. Gucken wir weiter geradeaus, Blick geht nicht auf den Boden. Das Ganze dann 10 Mal. So, wenn wir davon 10 Stück gemacht haben, dann machen wir das einbeinige Hüftheben. Wir legen uns dafür auf den Rücken, stellen das eine Bein auf, mit der Ferse, legen das andere Bein darüber und heben dann mit dem Hüftstrecker unsere Hüfte vom Boden ab, so hoch wie möglich, und setzen sie wieder ab. Das 8 Mal auf jeder Seite. Schön dabei darauf achten, dass ihr die Hüfte so hoch wie möglich hebt. Letzte Übung von dem Warm-Up-Circle ist die Mobilisation der Sprunggelenke. Auch 8 Mal pro Seite. Wir stellen dafür ein Knie nach vorne auf, dass wir überall einen 90-Grad-Winkel haben. Lassen den Fuß dabei fest auf dem Boden mit der Ferse und schieben dann das Knie nach vorne darüber hinaus. 8 Mal pro Seite, schön ruhig. Fuß bleibt ganz auf dem Boden. So, wenn wir mit dem Warm-Up-Zirkel fertig sind, kommen wir zum eigentlichen Zirkel. Wir fangen an mit Strecksprüngen, wieder 30 Sekunden. Genau, hierbei darauf achten, schön sanft landen und dann von möglichst weit unten heraus hochspringen und mit der Decke aufpassen. 30 Sekunden.
Nach den Strecksprüngen kommen wir jetzt zu dem Ausfallschritt. Wir fangen an mit einem Ausfallschritt nach vorne. 30 Sekunden, immer abwechselnd auf jeder Seite. Wir achten dabei, dass wir, wenn wir nach vorne gehen, mit dem Knie kurz über den Boden aufhören, den ganzen Weg ausnutzen und uns dann kraftvoll wieder zurück in die Ausgangsposition drücken und das dann mal abwechselnd auf jedem Bein. 30 Sekunden ab jetzt. Und stopp, dann machen wir wieder Ausfallschritte, diesmal aber zur Seite. Wir setzen den einen Fuß nach ganz außen, gehen in die Knie, lassen das eine Bein gestreckt und gehen wieder runter. So, das machen wir auch auf beiden Seiten mal abwechselnd. Fangen wieder an, 30 Sekunden. Und stopp. Nächste Übung sind Burpees, also Hockstrecksprünge gekoppelt mit Liegestütz. Wenn es zu anstrengend wird, dann den Liegestütz nicht ausführen, sondern nur in die Liegestützbrücke gehen. Genau, auch 30 Sekunden. Hier darauf achten, möglichst ruhig, möglichst kontrolliert das Ganze auszuführen. Und stopp. Dann wieder eine Minute Pause, wie bei den letzten Folgen auch. Wieder schön runterkommen, zur Ruhe kommen. Genau. Fangen wir gleich mit dem Zirkel wieder von vorne an. Wieder mit Hockstrecksprüngen für 30 Sekunden. So, wieder fertig machen. Und ab. Drei, zwei, eins und ab. Ausfallschritte rechts und links alternierend. Und los. Hier den ganzen Weg ausnutzen, bis nach unten gehen. Drei, zwei, eins und ab. Und das Ganze wieder rechts und links.
3, 2, 1 und ab. Und für die letzte Übung, Burpees, auch wieder 30 Sekunden und los. Und ab. So, noch einmal Pause. Letzte Minute. Dann der letzte Zirkel. Und dann sind wir auch schon durch für heute. So, dann fertig machen für eine letzte Runde von dem Zirkel. Das letzte Mal auch Strecksprünge. 3, 2, 1 und los. Drei, zwei, eins und ab. Ausfallschritte rechts und links abwechselnd. Drei, zwei, eins und ab. Und rechts und links alternierend. Drei, zwei, eins und ab. Und letzte Übung, ein letztes Mal Burpees. Danach ist auch vorbei. Geht los. Und ab. So, vielen Dank fürs heutige Training und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fit durch den Tag mit dem TÜV Maschseeachter. Vielen Dank.